Ja, jetzt mal gehen. Ups. Und nicht wundern, dass ich gerade das hier mache, aber ich muss das hier fertig kriegen. Wir haben den Mond aufgegeben, um die Schar von der Erde fernzuhalten. Wir hofften, das würde genügen. So, und los geht's. Da vorne, ein gefallener Hüter. Und schon zeigt das Video. Dum 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 dum. Gott sei Dank kann man die Videos mittlerweile überspringen. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Ach, da fällt mir ein, es kann jeden Moment passieren, dass ich meinen täglichen Disconnect habe. Das bedeutet, dass ich kurz der Stream ausfällt, aber der startet dann wieder neu. Also. Könnt ihr mich mal schneller töten? Na, auch wieder der Laguna, du Sackgesicht. Mal gucken, ob ich das hier mit schnell boosten kann oder nicht. Ich denke mal, es könnte, es müsste. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. So. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Ich empfange das erstarrende Licht eines Geistes. Da drin. Krank. Alter, das ist ja heftig. Jetzt muss ich mal nachgucken, wie viel Prozent ich jetzt hochgemacht habe. Das wäre jetzt krank, wenn das funktioniert hat, was ich denke. Was? Hä? Das ist ein Scherz.
Das ist mies. Das ist mies. Das ist richtig. Ich muss mal kurz was nachgucken. Ah, scheiße, kann ich nicht nachgucken. Verdammte Scheiße. Das ist sowas von mies. Nicht gut, gar nicht gut. Muss man trotzdem was nachsehen. Moin Moin und Hallo, willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Und zwar in dem Video zeige ich euch, wie ihr ein exotisches Schwert bekommen könnt, was ihr dafür tun müsst und wie ihr allgemein ein Schwert bekommt. Das heißt, in dem Video ist es ein kompletter Leitfaden von Anfang bis zu dem letzten Step. Das heißt, es gibt ein exotisches Schwert und es kann jeder bekommen, denn der Beutezug ist echt nicht schwierig, was man dafür machen muss. Man muss nur etwas Geduld und Zeit besitzen. So, fangen wir doch direkt an mit der legendären Variante. Die legendäre Variante bekommt ihr von Lord Shanks. Um das Schwert zu bekommen, müsst ihr 25 Hadiumflocken auf dem Dreadnought sammeln, also dem neuen Areal auf den Saturnringen. So, nachdem ihr das Ganze gesammelt habt, das Material, könnt ihr ein Schwert nehmen mit 220 Damage. Dieses müsst ihr jetzt auf einen Wert von 280 bringen. Dadurch schaltet ihr automatisch den letzten Knotenpunkt frei. Und zwar, das ist wieder ein Munitions-Upgrade, aber das ist jetzt relativ egal. Hauptsache über 280, denn dadurch bekommt ihr einen weiteren Beutezug von Lord Shanks. Und zwar müsst ihr jetzt 50 Majors killen und 25 Hüter im Schmelztiegel, also anders machen, also nicht schneller, aber halt anders. Müsst ihr nicht warten, bis das Schwert komplett, also ein bisschen Munition habt, zu boosten. Habt ihr schon abgeschlossen den nächsten Teil des Beutezugs? Und zwar jetzt müsst sobald wir jetzt bei den Rittern angekommen sind, müssen wir etwas Wichtiges und einfach eins. Ja, wie gesagt, vernichten wir den Ritter und schließen den Beutezug ab und beginnen dadurch die neue Reise. Also den neuen. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Das ist eine absolute Farmaufgabe. Eine absolute Farmaufgabe. Ich zeige euch auch das Ganze, wie ihr es richtig schnell machen könnt. Ich zeige euch so auch ein paar, sagen wir so, Tricks oder Glitches, wie ihr so häufig wie möglich an Drehmetall kommt. Wichtig hierbei zu beachten ist, ihr müsst halt die Patrouille auf der Erde starten, beziehungsweise in dem Gebiet,
was halt für euch wichtig ist, weil jedes Schwert braucht dementsprechend ein anderes Material, was ihr für das Schwert farmen müsst. Hier ist auch wichtig anzumerken, das Element, was ihr vorher vom Schwert ausgesucht habt, ist ausschlaggebend für das Endprodukt des Schwertes. Es gibt drei verschiedene Schwerter, eins mit Leere, eins mit Solar und eins mit Arcus. Ich habe das Arcus-Schwert mir ausgesucht. Der Kumpel, den ich gerade dabei habe, der Weeds, der hat ebenfalls ein Arcus-Schwert. Das heißt, wir müssen halt hier zusammenfahren. Wie ihr seht, sind die Drehmetall-Spots wichtig dafür, weil diese geben diesen ominösen legendären Gegenstand, den ich eben erhalten habe. Gleich zeige ich euch noch einen Ort, wo ihr am besten auf der Erde das Ganze farmen könnt. Das Ganze gilt halt bei jedem Planeten, gibt es das. Ihr müsst halt das Material, was ihr braucht, nahe an einer Grenze, wo ihr halt das Gebiet verlassen könnt und wieder ins Gebiet reinkommen könnt, nutzen. Die Mechanik einfach aus, solange die Lobby leer ist, das heißt, solange die in der Lobby, wo ihr und die Gruppe von euch seid, könnt ihr unten das Areal verlassen und wieder hinkommen. Spot ist wieder normal da und die ist nicht gedespawnt. Das Ganze könnt ihr so lange wiederholen, bis ihr das Ganze 10 Mal habt. Der andere Teil des exotischen Beutezugs beinhaltet, je nachdem, was ihr halt für einen Beutezug, also was ihr für ein Schwert habt. Beim Arcus-Schwert müsst ihr 1000 Kills machen mit Arcus-Fähigkeiten. Darunter zählt Super, die Granate und der Nahkampf, also der geladene Nahkampf. Nicht der normale, sondern der geladene Nahkampf. Sobald ihr das Ganze abgeschlossen habt, seid ihr quasi im letzten Schritt. Hier seht ihr nochmal das legendäre Symbol. So, den Schritt habe ich abgeschlossen. Jetzt der nächste Schritt sagt mir, dass ich... So, jetzt bin ich wieder ganz da. Scheiß Dreck, ich hatte es geahnt. Oh Gott, das wird jetzt nervtötend. Du musst 1000 Kills mit leere Fähigkeiten machen oder mit den anderen Fähigkeiten nehmen. Ja, beim Jäger... zählen aber auch Granaten. Das heißt, ich kann es dort machen. Ja, nee, ich weiß, wo ich es machen kann. Genau die gleiche Map, die ich eben gemacht habe. Genau die gleiche Mission. Du musst immer nur Granaten werfen. Immer und immer wieder. Wird zwar lange dauern, aber naja. Was soll ich machen? Mit dem Pfeil, das habe ich so viele Kills zwar gemacht, aber auch wenn er dabei geholfen hat, das hat nicht wirklich gezählt. Aber warte mal, da habe ich noch eine Idee. Kann man nicht da irgendwas umstellen? Pfeil, nee, das. Ich habe ihn gerade gar nichts gekriegt. Ich habe einen Pfeil da drauf geballert. Und passierte nichts. Gar nichts. Wortwörtlich gar nichts. Da vorne. Ich hatte 2%, habe immer noch 2%. Obwohl ich Gegner da mit dem Pfeil getroffen habe und so ein Scheiß, ey. Das ist doch voll Beschiss. Aber na gut, egal. Da muss ich eben erstmal so machen. Weiß ja nur, dass er so wenig Granaten hat. Das heißt, es dauert nicht jetzt dementsprechend. Nichts mehr übrig. Das dachte ich mir. Wir haben die Schar gekt. Sie darf uns nicht trennen. Perfekt. Die zählt auch. Okay, jetzt habe ich zwei Granaten umzuwerfen. 5% jetzt. Ja, das lohnt sich. Das geht gut. So, jetzt hört mich bitte. Danke. Oh, könnt ihr mich schnell...